Sie wirken sich auf zwei Arten aus. Erstens haben die aktuellen Computersimulationen enorme Auswirkungen, besonders in der Pharmaindustrie. In 10 bis 20 Jahren wird die nächste Generation von Medikamenten auf den Markt kommen, die zunehmend mit Computern entworfen werden. Und zweitens haben wir bereits heute einen enormen Einfluss in Bezug auf den Verkauf von Computern. Wir bauen einige der größten rechnergestützten Infrastrukturen in der Welt. Europa hat die Führung übernommen in weiten Bereichen der Softwareindustrie für Computer und Supercomputer. Das ist eine erstaunliche Leistung.